Herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Smaragd Tower Edition Made by Pandirus Bindaro, welcher wieder dabei ist mit Mr. Boss und wir befinden uns hier in einer Arena, wo es drinne regnet. Yo! Es musste ja ein Schrei von Pandiro kommen. Was anderes kommt auch nicht. Ups, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ich spiel's jetzt mit dem Gamepad, scheiße. Man kann nichts anderes erwarten. Ja, schon. So, gut. Ja, Team ist einigermaßen noch okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was in dieser scheiß Arena auf uns zukommt. Aber Trainer tue ich jetzt erstmal auslassen, kurz. Ich werde erstmal den Weg zum Arena-Leiter. Ja, so finden. Oh, scheiß Schnupfen. Aber ich weiß nicht, ob du so durchkommst, ohne Dings, am Trainer vorbeizukommen. Ja, doch, ein Doppelkampf sehe ich hier schon. Das gefällt mir nicht. Okay. Viel Spaß. Stell dich der Herausforderung. Hör auf. Ah, her mit euch! Okay, was haben wir denn hier? Einen Vogelfänger und ich glaube einen Pokémon Ranger haben wir. Und, ah nein, Camper. Karpilz und Parasek. Ich glaube, ich kann mich hier auf eine Pflanzenkäfer-Arena vorbereiten, oder? Yep, kannst du. Arschloch. Und wie du siehst, gibt es auch Regen, heißt, hättest du ein Feuer-Pokémon gefangen, könntest du auch keine Feuertacken einsetzen. Ja, das war mir schon irgendwo bewusst. Das ist sehr schlau. Ich wollte gerade fragen, warum regnet es dann in so einer Arena? Hahaha, ich habe strategisch schlau gespielt. Ich habe Kabuto vorne und habe von diesem scheiß Kabels einen Himmelhieb abbekommen, aber ich habe mit Kabuto vorher Ausdauer gemacht. Ha! Screw you, Pandiro. Ich sag nur, letzter Kampf bei Cynthia gegen Amoroso. Hä? Bei der Arenaleiterin. Flavia. Achso, genau. Ja, stimmt. Aha. Okay, jetzt muss leider Erstkneifer voll ins Gras beißen, weil ich unser Metagross aufwecken muss mit ihm. So viel zu dem Thema. Genau. Okay. Metagross ist wach und macht jetzt Kapilz erstmal kaputt. Schön. So muss sein. So muss das sein, du. Du. Okay, Papunga. Ich hasse das Vieh. Warum? Ich weiß nicht, das ist so... Guck's dir an, Mann, das ist blau, fliegt und ist Typ Pflanze, hallo? Löwenzahn, bist du allergisch dagegen? Nein. Löwenzahn. Ding, ding, ding. Okay, Erstkneifer kriegt jetzt... Nein, kriegt jetzt keinen Dreck. Ich kann mit Erstkneifer hier überhaupt nichts machen, fällt mir gerade mal auf. Scheißen Dreck. Ja, weil es Pflanzenviecher sind. Ne? Ja! Da ist leider ein Stein-Wasser-Pokémon nicht gerade so von Vorteil. Vierfachschwäche. Mhm. Und seit wann kann Papunga Psychokinese erlernen? Das ist die gleiche Antwort zur Frage, seit wann kann ein Lapras-Explosion... Oder ein Parasek-Krabhammer? Genau, ja, weil Parasek hat auch so eine Hand wie eine Krabbe, Mann, und das find's scheiße, dass es keinen Krabhammer erlernen kann. Deswegen habe ich gedacht, ich bring's ihm bei. Okay, das war also schon irgendwie durchgedacht, ja? Genauso wie Mega Kick und Mega Heap keine Kampfattacken sind. Ja, das ist aber das hast du umgeändert, oder was? Nicht in Smaragd, nee. Achso. Okay, jetzt habe ich nur noch Parasek und noch ein anderes Kackvieh, was jetzt gleich kommt als Gegner vor mir. Und Metagross geht gleich down. Yeah. Und warum? Weil Pandiro diesen Parasek unbedingt diesen verfickten Krabhammer beibringen musste. Was dann nur logisch sein muss. Ja, okay, Parasek ist fast down. Und jetzt geht's, glaube ich, down. Komm schon, geh down. Ja, besiegt. Ah, mein Kopf juckt. Meiner auch. Dann kratzt euch schon im Kopf. Okay, ein Pokémon noch und zwar, Tengulist. Alles klar, das können wir jetzt nicht mit Metagross gut behandeln, da es nur Psychokinese drauf hat. Gut, dann tun wir es einfach. Ist Tengulist sowieso vom Typ Unlicht auch noch. Ja, deswegen, ja. Deswegen heile ich jetzt Metagross und Rosana macht Ice Heap. Rosana! Na, fuck. Chill. Sorry, ich bin gerade voll am Abdrehen. Ich habe Kaffee getrunken und Schokopudding gegessen und trinke jetzt Apfelschorle wenn dazu. Wenn ich mich jetzt ins Bett lege, ich schlafe ein, aber das glaubst du mir gar nicht. Dann trink Kaffee. Nein, ich will ja keinen Kaffee trinken. Ich gehe erstmal kacken, bevor ich ins Bett gehe und dann gehe ich jetzt abschlafen. Wasser. Ja, okay, ein Tengulist kann Fauna-Statue, gell? Zum Glück hast du nicht getroffen. Ist doch geil. Alter, Rosana macht seinen Job perfekt.
Ja, er hat ja so einen Scheiß Tengulis einfach mal Fauna-Statue beigebracht. Ich krieg einen Anfall. Ist doch chillig. Wo ist das bitte chillig? Das ist ja, der größte Fuck, den es gibt. Soll ich erstmal diese Scheißviecher heilen, ey? Super, da wollte ich jetzt mal Erstkneifer ein Level weiter trainieren, damit es sich zu Kabutops entwickelt. Arschlecken, weil er mir mit der Arena hier einen durch den Strich gezogen hat. Tja. Penner. Oh, ich habe noch Hitzekoller. Aber wer kann das denn alles lernen? Keiner. Ha, wer hätte es gedacht? Okay, jetzt muss ich erstmal Erstkneifer wieder hinter tun und Rosana dafür reinholen. Wozu? Ja, weil Rosana Eishieb kann. Wie Gegner eigentlich? Ach so, um die 60 sind die schon. Ah, genau. Dann war es die Arena. Toll. Weißt du, der kann sich mal an die Arenen erinnern. Kranker Typ. Und ich komme hier nicht mehr raus, scheiße. Was für eine Scheiße, wa? Alter, ich habe jetzt die letzten Tage so viel Chili und so viel Schaf gegessen, gell? Aber kann danach einfach nicht aufs Klo gehen, deswegen habe ich Schiss, wenn ich einschlafe, dass ich mir einfach in die Hosen scheiße. Ohne Spaß, ey. Hast du schon warm im Bett, weißt du, ne? Boah. Ekelhaft. Aber richtig ekelhaft. Okay, ich muss doch noch gegen den einen Trainer hier kämpfen. Scheiße. Ich wollte ja nur sagen, ne? Was, dass das ekelhaft ist? Nee, hab ihn schön warm. Besonders im Winter ist es super. Super, ich Idiot. Ich hab einen Tropius als Gegner und hab Rosana nicht vorgeholt. Ficken. Ich hasse Tropius. Hab ich das schon mal gesagt? Welches Level ist Tropius? 60. Geil. Und kann Drachenklaue, ja natürlich. Alter, das ist doch mal voll der Brainfuck. Ein paar Dinge aufpassen. Ich glaub, es kommt was bei dir. Was? Chili. Oh nein. Ja. Ich hab auch Schiss, wenn ich zu viel lache, mir einfach in die Hosen kack. Ja, der kann Drachenklaue. Lachen ist gesund. Ja. Voll gesund. Ja, ey, Alter, du. Jetzt mal ernsthaft. Du bist doch echt so ein Typ, den man damals nicht vom Wickeltisch hat fallen lassen, sondern den man gezielt mit der Packung Windeln auf den Kopf geschlagen hat, oder? Weißt du, warum ich das jetzt gesagt habe? Die ersten Erfahrungen seines Lebens, ey. Weil dieses Tropius auch Fauna-Statue kann. Hat's denn getroffen? Ja, und hat Metacross kaputt gemacht. Was getroffen? Die Windel auf den Kopf? Die hat 100 Pro getroffen, Mann. Klatsch, Batsch. Ist jetzt schon, beim nächsten Hack ändere ich dir den Namen von den Attacken um den Fauna-Statue Windelschlag. Windelschlag. Animation muss dann auch ändern. Statt so Wurzeln kommen so Windeln aus dem Boden rausgeschossen. Okay, ich hab's jetzt geschafft, ich bin bei der Arena-Leiterin. Scheiße. Viel Spaß. Belebe, haben wir noch genug, 60 Stück. Übertrank, ach, haben wir nur noch 10, scheiße. Rick James fail. Rick James, bitch. Wer ist das überhaupt? Du kennst Rick James nicht? Nee. Alter, guck mal ein bisschen Dave Chappelle. Okay, dann weiß ich das schon. Okay, erstmal speichern. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde nicht mehr mit Safe Stats arbeiten. Ich werde nur noch speichern und wenn es schief läuft, dann tue ich resetten. Na, das ist schon Selbstmordkommando. Ja, ja. Aber ich bin so kaputt im Kopf. Bist du immer. Okay. War nie anders. Ja, Choreografie ihrer Vogel-Pokémon. Ich habe noch nie einen Käfer gesehen, der einen Vogel repräsentieren soll. Wie heißt die? Ich hab's jetzt nicht aufgepasst, aber mein erster Gegner ist Kapilz. Ja, Mann. Siddhartha heißt. Schnicker. Eishieb. Ey, Bambo, hast du auch einige Fähigkeiten der Pokémon so umgeändert, dass sie der fünften Generation ansprechen? Nein. Boah, zum Glück, das Vieh hat mich getroffen. Hättest du so machen müssen, dass das Kapilz Dingens hat, Techniker und dann Kugelsaat. Du weißt schon, dass es Techniker erst in der vierten Generation gibt. Echt? Ja. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Das habe ich nämlich gestern erst rum... Oh ja, okay, Bisaflor, fick dich. Das habe ich nämlich gestern so gelesen, wie ich nach ein paar Tipps zu Feuerroten Blatt Grün geguckt habe, weil ich jetzt mit einem Kumpel neu angefangen habe auf dem DS. Und habe ich irgendwas gelesen von wegen irgendwie so, ich glaube, Sherox mit Techniker und bla bla bla. Dann hieß es auch, dass es erst in der vierten Generation gibt. Ja. Okay. Oh, ich kenne die Strategie von diesem Bisaflor. Sonnentag und Solarstrahl.
Nö. Aber es hat nicht mit mir gerechnet, und zwar mit Rick James. Es hat eine... Nein, es hat Überreste. Okay, ficken. Level 60, gell? Ja, genau. Mal gucken, was... Und es kann Turbo-Tempo. Mhm. Dieses Vieh ist zu fett, um schnell zu sein. Genau deswegen habe ich ihn nur mal beigebracht, weil es geil kommt. Ich habe nur noch einmal Psychokinese. Scheiße, das wird jetzt knapp. So ein hast du deinen Abwehraufbereiter? Muss ich dann mal gucken. Wie ein Elixier, wie zum Beispiel Bier. Oder ja, Schnaps. Schnaps, ja. Das war nur mein Gedanke. Wir sind halt schon so kaputt im Kopf, dass wir beide wissen, was der andere als nächstes sagt. Wir sind wie Brüder. Ja, Mann. So weit entfernt. Warte mal. Das ist genau wie bei mir und Pandero. Wir sind Brüder von einer anderen Mutter. Brother from another mother. Ja, Brother from another mother. Die unehelichen Söhne. Beste Zanz. Okay, ich hab nichts zum AP aufbereiten. Ich hab nur noch Verfolgung machen. Okay, ist dieser Floor down? Nein, es ist Level 60 und hat noch gelbe KP. Ich merke jetzt eigentlich, wie einfach eigentlich der Arena-Leiter ist. Einfach. Einfach. Erhöhen. Einfach. Einfach oder nicht? Hast du gerade einfach gesagt? Meinst du allgemein einfach oder in dem Spiel, was der Rat zockt? Also den Tower. Ja, den Tower. Ist mir jetzt egal. Es ist zwar vielleicht ein Fehler, aber ich hole Rosana mitten in dem Ding jetzt rein. Hast du einfach gesagt? Turbo-Tempo. Okay. Oh, fuck, Rosana, das sieht schlecht aus. Rosana sieht immer schlecht aus. Ich hoffe, Rosana ist jetzt schneller. Und es ist nicht schneller, weil dieses Dreck viel Turbo-Tempo kann. Das ist super. Ficken. Du. Okay, wo sind näher? Jetzt kommt Busen näher. Erstmal rein. Mal gucken, was das wie ausrichten kann. Oh Gott, ey. Dieser Hack wird mich noch in den Wahnsinn treiben. Das ist schon passiert irgendwie. Ja, das ist schon passiert. Nicht. Okay, ich mach mal Finte. Jetzt kann das wieder noch Matschbombe und wo sie näher geht. Down. Ich habe keinerlei Chancen mehr, Jungs. Das ist echt total für einen Arsch. Holen wir jetzt mal den Boss rein, vielleicht kann der noch was machen. Boss! Elektra Boss. Und der Boss kann tatsächlich was tun, und zwar Lichtschild, aber dieser Floor ist schneller und ich glaube, Boss stirbt jetzt. Boss stirbt. Ja, Boss ist gestorben. Nein! No! Dann mach doch Taktikwechsel. Steck Dings nach vorne. Wie hast du Kappels gekillt? Mit Rosana. Dann nimm doch jetzt wieder Rosana, gell? Es ist tot. Ja, aber... Aber gleich nicht mehr, ich hab einen Doppelleber. Und dann mach mit Metagross Bisa Floor down. Wie stellst du dir das vor, wenn ich keinen Psychokinesen mehr hab? Naja, kämpf nochmal von vorne. Da hab ich genauso wenig Psychokinese. Dann heil nochmal deine Viecher. Ich tu jetzt erstmal mit Belebern um mich schmeißen. Nein, brauch ich warum gar nicht. Warum belebst du nicht deine Pokémon? Weil ich dumm bin. Schmeißt du mit Belebern um sich. Ja. Ich würde lieber meine Pokémon heilen. Weißt du, Sido schmeißt mit Fuffis durch den Club, ich schmeiß mit Belebern in der Arena. Ratesverzeihung. Ja, natürlich. Ja, diese fucking Mücke, verpiss dich von meinem Bildschirm. Okay, Kanye West ist jetzt down. Down. Okay, ich hole mir Erstknarfer rein, kann ja nicht schief gehen. Kanye West verdient es, down zu sein. Dein Name, ich meine jetzt nicht das Pokémon. Ich riskiere mal einen Sandwirbel, aber wir sind nicht schneller. Kann das Turbo-Tempo immer noch? Ja. Oh, Erstkneifer hat Matschbombe überlebt. Mit mehr als der Hälfte der KP. Hast du mehr als 5 AP gemacht auf Turbo-Tempo? Ich konnte die Attacken nicht ändern. Ey, take care, könnte ich die Attacken ändern? Ich hätte so einen Spaß. Oh ja. Diese fucking Mücke lebt immer noch. Ich würde machen, jede Attacke vom Gegner 100 Genauigkeit, KO-Attacke und so einsetzen, dass du die Attacken nie erlernen wirst. Alter, diese Mücke, verpiss dich jetzt. Ich krieg gleich einen Anfall. Ich will auch ins Spiel rein. Die Mücke weiß, sie kann Blizzard Floor besiegen. Oh, Metallsound. Mücke jetzt im Real Life? Ja, natürlich. So eine Kackmücke, die von meinem Bildschirm rumfliegt. Hol die Pistole raus.
Oh, ich hab die Idee. Ich hab jetzt zweimal Sandwirbel mit Erstkneifer gemacht. Dieser Floor trifft jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt mache ich nur noch Metallsound, bis die Spezialverteidigung von diesem Vieh so weit unten ist, dass ich mit Rosana einfach nur einen Eissieb machen muss. Das ist schlau. Weißt du, was ich mache, wenn eine Mücke auf meiner Decke oder sowas ist? Lässt einen fahren. Nee. Auch, bestimmt, aber ich schumme eine Shotgun, also beziehungsweise eine Softgun, ne, eine Shotgun. Soft, ja. Ich schieße die Mücke. Ich mach das immer. Das geil. Ich treff immer. So. Aber DK? Okay. Ja? Wenn du dann Bisa Floor down bekommen hast, gell? Wird's noch schlimmer. Sag mir dann die Taktik, wie du die anderen drei noch besiegst. Gell? Genau das denke ich auch. Das war die Taktik. das Vieh hat nach 3000 Jahren mal wieder getroffen. Schallwelle. Hyper Voice. Hyperstimme. Ja, Mann. Hyperstimme. Liebesattacke. No. Was? Unser E-Mann. So. Genau. Das Puppen-Digimon. Liebesattacke. Level Champion. Typhus Serum. Attacke. Liebesattacke. Liebesattacke. Penis. Ich hör. Jetzt bin ich mal gespannt, was Megasauger abzieht. Bestimmt rein gar nichts. Okay, mit Volltreffer ein bisschen. Ich bin immer noch traumatisiert von Digimon, weil ich mich bis jetzt immer noch frag, wie Agumon kleine Flamme sagen kann, aber dabei gleichzeitig die Flamme im Mund hat. Ich frag's mich immer noch. Also wenn ich versuche, das Wort Waffel auszusprechen, während ich 10 Waffeln im Mund hab, geht das irgendwie nicht. Okay, ja. Die Bitch hat mir Garnier. Jetzt habe ich verkackt. Welches Level ist es? 59. Ah, das geht ja noch. Wollen, ne? Das geht ja noch. Alter, jetzt hat es meine ganze Strategie kaputt gemacht. Megane spezielle Wollen, ne? Ich glaube ja, oder? PD? Was? Megane ist speziell verteidigungsmäßig gut, ne? Ja, ich glaube schon. Fuck. Ice Heap. Oh, Rosanna ist schneller, jawohl. Megane namens Kräuter. Das Megane kann Erdbeben. Meine Attacke, die auch wirklich stimmt. Das kann auch viel mehr, mein Freund. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Metacross kommt rein, letztes Pokémon. Mal schauen, was das Vieh kann. Okay. Psychokinese ist leer. Grimasse bringt mir nicht viel. Verfolgung. Eisenabwehr. Okay, mal gucken. Es macht Sonntag. Okay. Ach, ich lass mal richtig entfahren oder so. Verfolgung zieht rein gar nichts ab. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, bring mich einfach um, Megane. Kill me! Erdbeben. Sehr schön. Los, mach dem Ganzen jetzt ein Ende hier. Und Metagross überlebt. Oh Mann. Nach dem Arena-Leiter mache ich Schluss bei dem Part und dann macht erstmal Offscreen-Training, ey. Das geht nicht. Das hast du beim letzten Offscreen-Training auch gesagt. Ja, aber da habe ich es wenigstens dann noch geschafft. Ah ja, stimmt. Okay, Metagross ist tot. Rosalstadt, okay. Ja. Okay, ich bin wieder hier. Ich guck grad meinen PC, was da so abgeht. Alter. Ja? Was ist jetzt kaputt? Eine Lampe ist am Arsch und dann grad hier wieder. An! Dreht die Maus! Deine Drecksgeisterlampe, ey. Hey, ich hab aber auch nix, was mir irgendwie in dieser Arena weiterhelfen kann, wa? Hast du ein Flug-Pokémon? Ich würd's einsetzen. Ich hab keins. Wir haben ja noch Hurensohn hier, aber das darf ich ja nicht einsetzen. Leider darfst du es nicht einsetzen. Du willst killen. Aber du darfst nicht Fliegen einsetzen, ne? Warum nicht? Megane will auch seinen Spaß. Megane kann mir mal dick den Buckel runterrutschen. Okay, so, ist der? Oha. Na natürlich, ich bin ein Brachiosaurus. Okay, Jungs, ich würde mal sagen, jetzt ist mal Schluss. Ich mache dann noch Offscreen-Training und dann... Schluss mit lustig hier. Ja, Schluss mit lustig, Schluss mit dem Part. Wir sehen uns im nächsten... Ja, begrüß dich doch nicht, verabschiede dich doch nicht so früh. Oh Gott, ich bin schon wieder komplett am Arsch, ey, das gibt's nicht. Ich bin am Penis. Hören. Okay, ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Tower Edition wieder. Bis zum nächsten Mal. Leute,
Ey, ich kenn dich, du, der da vorne am Laptop sitzt. Nimm deinen Finger aus dem Ohr. Nimm ihn aus dem Ohr. Ciao.